Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 4. Wir haben in der letzten Folge angefangen mit der Karriere. Ich habe ein bisschen über meine Zeit als Skater geredet und noch ein bisschen Hintergrundinfos zum Spiel gegeben. Falls ihr das nochmal sehen wollt, dann guckt einfach nochmal die letzte Folge in den Anfang an. Und ich weiß, das sind immer so Sachen, die gerne übersprungen werden, aber vielleicht findet ihr ein oder andere ja im Nachhinein noch interessant. Und wir können jetzt mal gucken, bei dem macht ihr den Skater, Karriere fortsetzen, genau, unser Dude hier. Outfits und Ausrüstung nach Bord. Da können wir jetzt auch Decks kaufen, denn wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Und ich will mal gucken, weil ich ja jetzt ein Flip-Deck fahre, ein gelb-schwarzes, würde ich gerne mal gucken. Ich weiß nicht, wer ist noch Flip gefahren? Ich glaube, der Mr. Rowley ist noch Skate gefahren, Flip gefahren. Ja, genau, das hier ist auch Flip. Ob es ein gelbes Flipboard gibt? Nee. Aber das kommt ja eigentlich am nächsten, oder? Dann nehme ich nämlich das. So, fertig. Und Level spielen, San Francisco. Halt, scheiße. Level wechseln. Frisco. Jawohl. Herzlich willkommen, Leute, in Level Nummer 2 in San Francisco. Und wir starten direkt mal hier beim Skater Camp in der Combo. Alright, it's like this. Collect the combo letters, but y'all gotta do it in one single trick combo. Ah, scheiße, da wollte ich zum Schluss mal ein bisschen für die Fans ein paar Tricks raushauen. You got skills. Dann halt so. So, dann ein Startpunkt. Gehen wir ein bisschen auf die Balance hier. Und der Fahrradkurier. Man, I took a header and lost all my packages. Can you help me find them? There's... Okay. Es gibt doch noch ein Level oder eine Mission gleich, wo du gegen den fahren musst. Okay, ich brauche definitiv mehr Spin-Tempo. Das war auch so eine Mission, die mir früher richtig den Schweiß ins Gesicht getrieben hat. Weil das ist wieder so ein Ding. Also das Spiel ist an manchen Stellen halt schon ja, recht schwer. Gerade wenn das, keine Ahnung, 2000 irgendwas ist. Excuse me, it's our first visit, and we really want to remember it. Could I get a photo of you with my hubby? Fill your special meter, then do a dark slide on the waterside railing. Vor allem, wenn du halt dann noch so ein paar, keine Ahnung, wie alt war ich damals, als das Spiel rauskam? 4. Ja, wie, war das nicht gut genug, oder was? Sports kids sure are talented. I suppose you could surf, ride BMX. Ja, die Spezialtricks sind ein bisschen schwer, gerade die Grind- und Lip-Tricks. Du musst halt, bevor du landest, dreimal die Tastenkombi drücken. Und das halt in der Rampe hier einfacher als hier jetzt. Muss halt schon schnelle Finger haben. Und ich habe jetzt Bock auf die High-Mission. Die ist auch richtig geil. Look, if you really want to help me, clean the bird turd off the railing in one shot, pole to pole. I'm painting that next. Und jetzt muss ich hier das Geländer reinigen von den Vögeln. Das hat schon mal nicht funktioniert. What? My partner's
in trouble. Somebody's got to help him. Don't just stand there, do something. Hier der subtile Hinweis auf die riesige fette Kugel, die da an dem dünnen Seil hängt. Ah, das ist einfach geil, wenn du noch von früher genau weißt, was du machen musst, obwohl die Missionsbeschreibung ja teilweise richtig schwammig ist. Ah, 50.000 der Highscore, der kann ja gar nichts, der Kareem hier. Boah, 146.000. Also gerade mal das Dreifache. Aber da habe ich es in der letzten Sekunde noch gerettet, indem ich noch das Board gerade gemacht habe. Und ansonsten wären wir richtig schön auf den Boden geklatscht. Das hätte alles nicht gezählt. Aber Gott sei Dank konnte ich es noch abwenden. So, was will der Chat von uns? Yo, you think you can beat my best three combos in a row? Man, you so, ein 4000er Combo easy. 5000. Ah, scheiße. So, 40.000. So, 5000er auch easy. Jetzt haben wir 6000er. Oh, was, Junge? Kann doch nicht wahr sein. Ich will jetzt hier an so einer 6000er-Kombo hängen. Dang, I didn't know it was like that, man. Ja, aber leck. Ist ja auch easy hier. So, da hinten ist, glaube ich, wieder der Atiba. Atiba-Dings da, genau. Watch it! Yo, try this one. Put down a lip trick on each of the three pier signs. Einen wunderschönen Boneless an jedem Pier. Komm ich hin. Lip-Tricks sind, falls ihr es nicht wisst, einfach Tricks, die ihr mal halt oben an der Rampe machst. An der Quarter, an der Halfpipe oder eben an jetzt so einem Pier. That's it! You got them all! E.T. So, neuer Startpunkt, den investieren wir nochmal in Tempo. Jetzt haben wir nämlich volle Geschwindigkeit und kommen schneller von Punkt zu Punkt. Ah, genau. Was hier noch geil ist, das ist auch so ein kleines Gimmick. Okay, schnell Nulltrick, damit die Seehunde fliehen können. Flieht! 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 Flieht, ihr Narren! Lasst euch nicht kriegen! Alle Wählung muss ich jetzt hier drücken. Okay, ich habe sie gerettet. Oh, 500! Jetzt will ich aber auch sehen, was passiert, wenn ich die nicht. Wenn ich nicht. Dings drück. Oh, der kommt näher. Der kommt näher. Gleich hat er sie. Vorzüglich. Bei dem anderen hier. Da bekommen wir jetzt einen Blick aufs nächste Level. Das ist nämlich Alcatraz, was wir da hinten sehen. Da hinten die Insel. Die Insel da hinten, das ist Alcatraz, das ist das nächste Level. Und dann haben wir gerade schon mal einen kurzen Einblick bekommen. So, der Atiba hat nochmal was für uns. My camera is missing. Can you find him and bring me my camera? Hey, yo, hurry up. These guys are gonna break out if I don't get a cover shot. Yo, the guy just called me and said he's in trouble over by the Slam Brothers Warehouse. Check it out. Also schnell zum Warehouse. Such den Kameratypen. Da ist er doch. What? Somebody jacked my camera. Man, you gotta find that guy. Eine Bushaltestelle. Da ist es. Are you kidding? He tossed the film. Head for the camera shop in the plaza. Noch einen Film holen. Perfect. Now get back here with the gear before these guys bail.
Und wieder weg. Oh, what? So. Man, I owe you big time. Thanks. Diese Sammelmission gibt's halt auch. Frag mich halt. Please, help my husband. He tried to get a picture, but he fell over the rail. And the sea lions aren't very happy about it. Distract him so that he can climb back up here. Ich frag mich, gibt's halt Leute, die noch nie Tony Hawk gespielt haben? That's it. Now get the rest. Wenn wir das jetzt hier sehen und vielleicht denken, was zum Teufel macht der Kerl da? Ich meine, auch das hier ist mit den Tackleboxen. Dass du die Dinger drehen musst, damit die von dem Fisch weggehen, das wird ja nirgendwo erklärt. Das musst du halt erstmal rausfinden. Und ich weiß das halt alles noch von früher. Und das Ding ist halt, ich glaube, wenn ich das heute nochmal zum ersten Mal spielen würde, würde ich einfach so machen. Und mich wundern, warum nichts passiert. Ja, aber ich muss halt erst die Dinger halt hier drehen. Dann gleich noch der letzte Seehund. Hey, get away from my stuff. Oh nein. Schnell. Watch the fish and watch the tackle box. Watch the tackle box. Hat noch gezählt. So, und der Dude kann jetzt lässig rüber jumpen. Wir haben mal einen neuen Stadtpunkt. Machen wir mal Manual Balance. Speichern mal kurz, weil ich nie weiß. Das Spiel kann ja auch jede Sekunde abstürzen, weil das läuft halt eben jetzt in diesem Kompatibilitätsmodi und ich weiß nie, wie stabil die sind. Könnte ich hier nicht noch drauf gucken? Nein, okay. Ja, alles weiß ich dann doch auch nicht mehr. Wo war denn hier? War doch der Fahrertyp. Let's see if you can match my blinding speed. We'll race down to the Slam Brothers warehouse and back. You better sketch cars or you'll never keep up. Jetzt müssen wir uns hier an das Auto hängen und den Dude da links halt eben abhängen. Alter, hat er mich einfach umgenockt. Okay, das wird sauknapp. Ich glaube, das habe ich nicht. Ne, das habe ich nicht. Ey! Man, I could double my route if I had that kind of speed. Wird? Der stand einfach davor und hat nichts gemacht. Okay. Ist das vielleicht ein Bug gewesen? Wobei, man muss ja generell mal sagen, die Spiele sind schon wirklich, wirklich bugfrei. Also. So einen wirklichen, richtigen Bug habe ich jetzt noch nie erlebt bei so einem Spiel. Es gibt halt Glitches und so, aber Bugs, dass jetzt irgendwie wie die Gliedmaßen verzerrt sind oder so, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Kingdom Come oder so hatten, das gibt es ja hier wirklich nicht. Gerade mal hier eine Flatland-Kombo rausgehauen. Und damit sind wir schon. Ja, bei 99. Das heißt, noch eine halbwegs gute Runde und wir haben die Wettbewerbe gewonnen. Wir haben 200.000 in der Combo gemacht. Komm.
Combos sind halt deshalb geil, weil mit jedem Trick wird der quasi nochmal multipliziert. Also wenn ich jetzt die Tricks mache, mal 4, mal 5, mal 6, ja. Das heißt, du kannst eigentlich dich irgendwo hinstellen. Warte mal. Das hat ja schon mal nicht geklappt. Ich wollte sagen, hier hinstellen. Du kannst halt einfach Trickvariationen machen. Und mit so einem relativ billigen Trick kommst du halt trotzdem dann sau viel Punkte. So, nochmal ein 99er. Ich könnte theoretisch jetzt, weil nur die besten 2 Runden gezählt werden, das hier bis zum Ende machen. Das mache ich einfach mal. Wobei, das werde ich so lange nicht halten können. Ich gebe mein Bestes. Okay, wurde schon hart. Und was ich auch noch aus der Versenkung ausgegraben habe, ist Tony Hawk's American Wasteland. Was ja leider das letzte Tony Hawk für PC war. Es gab mal ein HD-Remake vom ersten Teil. Den gab es sogar bei Steam. Aber der wurde irgendwann bei Steam wieder von der Liste genommen. Den kannst du jetzt nicht mehr runterladen. Ich glaube, den gibt es noch bei GOG oder so. Aber hatte wohl auch nicht so geile Reviewen, weil es halt einfach nur ein Remake vom ersten war. Und wohl teilweise auch Funktionen gefehlt haben. Also, weiß ich nicht. Dann gab es nochmal Tony Hawk's Pro Skater 5, das kam aber nicht für den PC raus. Von daher ist hier das der vorletzte Teil, der jemals für PC kam. Und American Wasteland ist der letzte Teil, der jemals für PC kam. Wenn du halt jetzt den nicht mitzählst, der für PC wieder runtergenommen wurde. Profi-Score 100.000. Easy. Machen wir auch mal eben schnell hier. Da fällt man gerade hier in die Bowl. Alter, was ist denn hier los? So Bowls sind halt immer geil für Kombos, weil du einfach Tricks aneinander hängen kannst, ohne dass du viel Zeit natürlich verlierst und dann nicht so viel Manuals und so dazwischen machen musst. So, jetzt müssten wir hier noch die Eric Kosten Manuals, da oben genau. Hey, you see these cones I put down here? I want to see if you can do a manual all the way from the first set to the second set. Manuals an der Überführung. Nice! War auch einfach. Keine Sorge, die Aufgaben werden noch schwieriger. Gerade Alcatraz, da sind ein paar schwere. So. Oh man, I'm supposed to set up a contest billboard, but my partner lost all the letters that spell skate. Jetzt müssen wir wieder Skate finden. Hinten haben wir schon das A gesehen, auf dem Haus hier drauf. Also teilweise wirklich noch genau, wo welcher Buchstabe ist. Teilweise muss ich auch ein bisschen suchen. Das war jetzt zum Beispiel dumm. Weil ich vercheckt habe, dass das T auch hier oben ist. Okay, was haben wir jetzt noch für Level? Oder für Ziele, besser gesagt. Ich glaube, gar nicht mehr so viele. Noch das zweite vom Kosten. Noch das zweite vom Kosten und... Ach, genau, die Tricks in und aus Grinds war das, glaube ich. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil früher hatte ich eine Tastatur, die irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und ich konnte keine Varial Flips. Ja, das und auch das, weil dafür musst du nach links und nach unten gleichzeitig drücken. Oder nach rechts und nach unten. Genauso wie Hard Flips und Inward Heel Flips, da musst du rechts und oben und links und oben gleichzeitig drücken. Und bei meiner alten Tastatur ging das nicht.
immer wenn du links und unten gleichzeitig gedrückt hat, hast, hat die Tastatur quasi nichts gemacht. Und deswegen konnte ich nie... Deswegen konnte ich halt nie Barrier Flips machen. Und wenn halt sowas kam, Barrier Heel Flip, konnte ich das Level neu starten. Und muss halt darauf hoffen, dass kein Barrier Flip vorkommt. Das heißt, ich habe das hier teilweise, keine Ahnung, 20 Mal gestartet, weil es kommen halt immer random Tricks. Und beim 20. Mal war dann kein Barrier Flip dabei. Und dann konnte ich halt die Mission erst abschließen. Das war richtig nervig. Und hiermit geht das jetzt alles ganz geil easy. Der richtig funktionierten Tastatur. Mit Barrier Flips hat er es irgendwie gehabt hier. Gerade hier mal am Ende. So, dann noch die Kostenmission und dann ist das Level hier durch. See this plywood roller coaster I set up? Okay, I want to see you manual clear the gap back to manual all in one combo. Okay, manual, gap, manual. Manual, gap, manual. Habe ich verkackt? Nice. Jawohl, easy. Wobei, das war gar nicht so easy. Also früher war es zumindest nicht easy. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man also balancieren muss und noch die Richtung ändern muss, das war früher schon ziemlich überfordernd. So, jetzt haben wir doch alles gemacht, oder? Jawohl, wir haben alles gemacht. Wir haben San Francisco abgearbeitet. Und wenn ich jetzt gerade mal so überlege, außer dem durch das Fernrohr gucken, glaube ich, konnten wir hier auch nichts mehr machen. Gut, hier hinten ist noch die Alarmanlage, wo ich jetzt schon zweimal vorwärts gemacht habe. Aber ansonsten, glaube ich, hat das Level hier gar nichts mehr. Doch, hier oben war noch ein Fahrstuhl, glaube ich. Hier war noch ein Fahrstuhl, genau. Könnten wir hier noch was machen? Nee. Ich dachte, er fährt dann mal irgendwo hin, aber das war wohl nicht so. Ja, dann haben wir San Francisco auch abgearbeitet. Und damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge Tony Hawk's Pro Skater 4. Ich hoffe, ich schalte auch dann morgen wieder ein. Wobei, ich glaube, ich brauche die Folgen wieder dienstags und donnerstags. Das hat sich, glaube ich, bewährt. Von daher gibt es dann am Dienstag die nächste Folge. Das nächste Level ist Alcatraz. Oha, da wird schon ein bisschen härter. Also Alcatraz ist wirklich geil. Lohnt sich da einzuschalten. Ich bedanke mich voll fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Halli Bostuch. Ciao.